Dem Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen bleibt das Verletzungspech treu. Nach Angreifer Fabian Schleusener Schienbeinbruch fällt nun auch Kapitän Stefan Kolowitz bis Saisonende aus. Wie Trainer Uwe Koschinat am Donnerstag auf der Pressekonferenz bekannt gab, erlitt der defensive Mittelfeldspieler im Mittwochtraining einen Wadenbeinbruch. Im Heimspiel gegen Dynamo Dresden am Samstag 13 Uhr muss Koschinat neben den beiden Langzeitverletzten auf Rurik Gislason und Karim Güde verzichten. Gislason fällt mit einer Muskelverletzung in der Wade aus. Güde ist gegen die Sachsen nach seiner gelb-roten Karte aus dem Paderborn-Spiel gesperrt. Kolowitz war in den vergangenen Jahren Leistungsträger beim SVS, kam aber in dieser Saison nur noch auf 6 Einsätze. In den letzten 9 Partien gehörte der österreichische Routinier nicht einmal zum Kader des Tabellen 15.